Die Sims-Entwickler haben einen neuen Sims Delivery Express mit tollen neuen Hautdetails veröffentlicht. Was genau dazugekommen ist, erfährst du jetzt. Der bereits im Januar geteilte Quartalsteaser hatte schon angeteasert. Endlich wissen wir, was sich genau hinter dem wunderschönen Sims Delivery Express verbirgt. Ab sofort könnt ihr nämlich euren Sims die neuen Vitiligo-Hautdetails geben. Das ist eine Pigmentstörung, die manche Stellen der Haut heller machen. Die Overlays findet ihr jeweils in der Körper- und Kopfkategorie. Diese können für jede Altersstufe definiert werden. Ein wenig schade ist, dass diese nicht in ihrer Intensität oder Farbabstufung angepasst werden können. Hier wären vielleicht dieselben Optionen wie beim Make-up sinnvoll gewesen. Zumindest passen sich die Flecken ein wenig an, wenn ihr unterschiedliche Hauttöne auswählt. Ich finde die Ergänzung echt gelungen, gerade da viele Community-Mitglieder hierzu bereits unterschiedlichsten CC erstellt haben und sich so noch mehr Spieler im Spiel selber nacherstellen können. Laut den Spieledateien gab es noch mehr kleine Anpassungen unter der Haube, was genau wurde von den Entwicklern allerdings nicht geteilt. Diese Textschnipsel sind dazugekommen, irgendwas an zu vermieten wurde wohl verändert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir in den nächsten Wochen vielleicht noch ein weiteres Update mit noch mehr neuen Inhalten erhalten werden. Vielleicht ja passend zum kommenden neuen Accessoire-Pack? Abonniert unbedingt meinen Kanal, wenn ihr dazu auch auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.